Daniel Hechler in Kairo. Welche wirtschaftlichen Folgen hat der mutmaßliche Mord an Jamal Khashoggi für das saudi-arabische Königshaus? Es hat ja viele Absagen für die Investorenkonferenz in Riad gehagelt. Ja, in der Tat, der Imageschaden ist jedenfalls schon einmal verheerend. Kronprinz Mohammed ist ja als großer Reformer angetreten, der die Wirtschaft öffnen, modernisieren wollte, sie vom Öl endlich unabhängiger machen wollte. Und über dieser Konferenz stand ja dann auch der Titel Investitionen in den Wandel. Man wollte sich nach vielen Jahrzehnten der Abschottung weltoffen präsentieren. Und diese Affäre Khashoggi lässt all das natürlich hohl klingen. Die Glaubwürdigkeit ist massiv beschädigt. Und damit steht durchaus auch die Reformagenda des Kronprinzen auf der Kippe. Zumindest auf kurze und mittlere Sicht könnte es durchaus sein, dass einige Investitionen es sich jetzt zwei- oder dreimal überlegen, ob sie in dem Land ihr Geld anlegen wollen. Wie blickt denn die Öffentlichkeit, die saudi-arabische Bevölkerung auf den gewaltsamen Tod und die Verwicklung des Königshauses? Naja, das ist schwer zu sagen. Das Staatsfernsehen, aber auch die Zeitungen, die natürlich unter Zensur stehen, geben die offiziellen Verlautbarungen eins zu eins wieder. Eine kontroverse Diskussion oder gar Kritik finden im Grunde nicht statt. Die Menschen in den Straßen wollen sich nicht dazu äußern oder wenn überhaupt, dann sehr zurückhaltend. Es ist auch nicht erwünscht, dass ausländische Reporter vor Ort dazu Fragen stellen, wenn sie denn überhaupt akkreditiert werden. Uns ist das nicht gelungen. Insofern ist es sehr schwierig, die Stimmung in der Bevölkerung richtig einzuschätzen, aber kaum vorstellbar, dass all das, was da passiert ist, auf deren Zustimmung treffen könnte. Kritik und Vorwürfe gab es ja aus dem westlichen Ausland. Wie verhalten sich denn die Nachbarstaaten im arabischen Raum Saudi-Arabien gegenüber? Ja, die meisten Nachbarstaaten stehen an der Seite Saudi-Arabiens, nicht zuletzt natürlich aus einem schlichten Grund, weil sie in hohem Maße von Geld, von Investitionen aus Riad abhängen. Ägypten etwa, Jordanien, auch Kuwait haben diese sehr dürren offiziellen Äußerungen aus dem Palast bislang begrüßt, auch unterstützt. Sie sind prominent, anders als der Westen, auf dieser Investorenkonferenz vertreten. Also von dort ist wenig bis gar kein Sperrfeuer zu erwarten. Israel hat sich ja bislang gar nicht zu Wort gemeldet zum Fall Khashoggi. Wie interpretieren Sie das? Ja, unter Mohammed haben sich die Beziehungen der beiden Länder, Saudi-Arabien und Israel, doch deutlich verbessert. Sie sind eigentlich besser denn je. Beide Länder eint zum einen die tiefe Abneigung gegenüber dem Iran. Und der Kronprinz hat zudem auch erkennen lassen, dass er eine Friedenslösung mit den Palästinensern, so wie sie die USA skizziert haben, durchaus zustimmen könnte. Insofern hat Israel nicht wirklich ein Interesse an einem Sturz, an einer Beschädigung Mohammeds und hält sich wohl auch deswegen, insbesondere mit Kritik oder allzu harschen Forderungen, zurück. Der türkische Präsident Erdogan hat sich heute öffentlich geäußert zum Fall Khashoggi und von einem barbarisch geplanten Mord gesprochen. Das saudi-arabische Königshaus hat ja immerhin zugegeben, dass Jamal Khashoggi in der Türkei ums Leben gekommen ist, mehr bislang aber nicht. Halten Sie es für wahrscheinlich, dass es sich noch weitergehend äußern wird? Das ist anzunehmen. Es ist jedenfalls ein weiterer Tiefschlag, was wir heute gehört haben aus der Türkei. Das Image des Königshauses ist noch weiter ramponiert, was kaum vorstellbar war. Man hat ja in der Tat zunächst erklärt, Khashoggi habe das Konsulat unversehrt verlassen. Am Wochenende war dann die Rede davon, dass es eine Prügelei gegeben habe, die außer Kontrolle geraten sei mit dieser unglücklichen Todesfolge. Und nun kann im Grunde kaum noch Zweifel daran bestehen, dass es ein lange, sorgfältig geplanter Mord war, sehr wahrscheinlich auch von oben angeordnet. Das wurde bislang aus Riad immer bestritten und das scheint kaum mehr haltbar zu sein. Es wird also sehr spannend sein zu sehen, ob und wie sich das Königshaus dazu jetzt positioniert. Was bisher gesagt wurde, das reicht jedenfalls nicht aus. Daniel Hechler, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung.